Hi, heute möchte ich dir eine Methode vorstellen, mit der ich dreimal so produktiv in der Corona-Zeit geworden bin und die gleichzeitig so einfach ist, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Aber sie passt auch auf eine Weinflasche und auf eine Fanta-Flasche. Und von daher kann ich dir garantieren, die wird für dich auch funktionieren. Die Corona-Zeit war für mich ein Segen, weil ich da festgestellt habe, dass ich vorher schon nicht produktiv war, aber danach noch viel, viel unproduktiver war und ich einfach eine neue Methode brauchte, um wirklich mehr zu erreichen. Ich hatte vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte zwei Jobs und ich wollte noch ein Unternehmen aufbauen. Alles hätte nicht funktioniert ohne die richtige Methode. Wenn wir jetzt mit herkömmlichen Methoden arbeiten, gibt es oftmals eine Schritt-für-Schritt-Abfolge. Wir sind zum Beispiel bei 1, dann zu 2, 3 und dann sollen wir on top of the pop sein und sollen der Star sein mit dieser Methode. Das funktioniert aber oftmals gar nicht, weil wenn wir sie das erste Mal angewendet haben, fühlen wir uns nicht hier oben, sondern eher enttäuscht und sagen, diesen Weg werde ich nie wieder gehen, weil ich habe es ja einmal ausprobiert und es funktioniert überhaupt nicht. Von daher drehen wir uns oft im Kreis. Und da möchte ich dir ein kleines Beispiel geben aus dem Weltraum. Wir haben in der Mitte unsere Sonne. Drumherum denken wir oftmals, dass sich die Erde dreht, immer auf der gleichen Bahn. Das Spannende ist aber, wenn wir uns das genauer angucken, merken wir, dass die Sonne sich aber auch die ganze Zeit bewegt. Unsere Sonne bewegt sich, die ganze Galaxie bewegt sich. Und wenn wir dann die eigentliche Drehung nachempfinden wollen, ist das eher so, dass sich die Sonne bewegt und die Erde dreht sich immer weiter drumherum. Die Bewegung, die dann rauskommt, ist eher so eine Vortex-Bewegung, die du vielleicht auch aus den DNA-Strängen kennst. Es kommt ganz oft in der Literatur und in der Forschung vor. Hier ist genau diese Art von Methode übertragen auf unsere Produktivität wirklich die richtige. Warum? Weil wir brauchen mehrere Phasen, die wir immer wieder durchlaufen und langsam Fortschritte machen. Wissenschaftlich bewegt ist, dass wir mit diesen neuen Methoden oftmals überhaupt nicht zurechtkommen und schlechter fahren als unsere alten Methoden. Von daher werden wir immer wieder in einem Kreis dann gefangen sein. Und erst durch so eine Vortex-Bewegung, die durch genaue Schritte charakterisiert ist, wie in der Methode, die ich dir jetzt vorstellen will, wirst du erfolgreich werden. Eine Sache, die ich dir gerne noch vorher erzählen möchte, ist, dass es ganz viele Ratschläge gibt, die einfach nicht funktionieren. Beispielsweise steht in vielen Ratgebern drin, dass man um 5 Uhr morgens aufstehen muss. Das ist aber vollkommener Quatsch und hat so viel mit Erfolg zu tun, wie der Geschmack meines Bieres abhängig von der Farbe der Unterwäsche, die ich gerade trage. Überhaupt nicht. Wichtiger ist, dass wir uns wohlfühlen und eine einfache Methode haben, die wir in jeder Situation anwenden können. Und jetzt frage ich dich, wann stehst du auf? Bist du einer, der vor um 7 aufsteht oder nach? Weil ich stehe immer Punkt 7 auf. Haus in die Kommentare. Kommen wir jetzt zur Dahn-Methode. Und die Dahn-Methode hat 3 Buchstaben. Warum? Weil sie so einfach ist und nur aus 3 Phasen besteht, die sich immer und immer wiederholen. Und zwar haben wir das erste, das ist das Durchstarten. Hier fängst du an. Dann hast du das A für Ausführen. Egal was du machst, du führst eine Tätigkeit aus und anschließend versuchst du eine Reflexionsphase einzubauen, wo du ganz viel darüber nachdenkst, was gut und was schlecht gelaufen ist. Jetzt gibt es aber nicht diesen typischen Weg hier zurück, dass du wieder durchstartest und genau das Gleiche machst. Nein, jetzt hast du darüber nachgedacht, du passt deinen Durchstartmodus an und natürlich auch deinen Ausführmodus und überprüfst immer weiter. Und so haben wir so eine Vortex-Bewegung. Und durch diese Vortex-Bewegung werden wir langfristig immer erfolgreicher werden. Kommen wir nochmal zu dem Bierdeckel zurück. Der Prozess ist so einfach, weil er nur aus 3 Buchstaben besteht. Von daher passt er hier drauf. Das, was es aber für dich individuell macht, ist, dass du für jeden Buchstaben eine eigene Strategie brauchst in dem Bereich, die für dich funktioniert. Geht sie nicht, zack, in der Nachdenkphase rausschmeißen und dann eine neue Strategie finden. Und jetzt möchte ich dir vorstellen, wie du deine perfekte Strategie für jede einzelne Phase identifizieren kannst. Übrigens habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich am Ende dieses Videos. Bleib dran! In der ersten Phase durchstarten geht es darum, dass du überhaupt erstmal die PS auf die Straße legst. Wie viele Minuten verbringen wir oftmals auf YouTube, um zu prokrastinieren oder machen einfach andere Sachen, nur weil wir mit einer Sache nicht beginnen wollen. Und sei es lernen, arbeiten oder was auch immer, irgendwie kommen wir nicht los. Es gibt eine Art Haftreibung. Und bevor wir hier die Kraft aufwenden, um wirklich vorwärts zu kommen, brauchen wir
ein Incentive, eine Sache, die uns Spaß macht. Und jeden Morgen stehst du vor der Wahl, was für Arbeitsschritte du für den Beginn aussuchst. Und dabei gibt es Sachen, die du beim Lernen oder Arbeiten hast, die sind nicht so lecker, wie zum Beispiel Limette pur, unglaublich eklig, und auf der anderen Seite Nutella. Womit würdest du lieber anfangen und was bringt dich aus dem Bett? Und ja, genau, es ist oftmals die Nutella. Es sind die Arbeitsschritte, die uns am meisten Spaß machen. Und damit sollte man anfangen. Wenn man sich an seinen Schreibtisch setzt, dort anfängt etwas zu tun, sollte man als erstes die Dinge tun, die einem Freude machen. Und dazu gehören beispielsweise nicht ganz viele E-Mails schreiben. Für mich bedeutet das, dass ich erstmal anfange und gucke, wie viele von meinen motiviert studiert Büchern über Nacht verkauft wurden. Danach gucke ich an, was für inspirierende Sachen ich noch finde und ein neues Video drüber machen kann. Das macht mir unglaublich viel Freude. Was mir nicht so viel Freude macht, sind dann diese ganzen E-Mails zu beantworten. Und das ist für mich so Limettensaft. Unglaublich eklig und intensiv. Und das mache ich aber erst später, weil das Allerwichtigste ist, wenn du einmal am Schreibtisch sitzt, dann wirst du auch zu 80% sitzen bleiben, wenn du die ersten 5 Minuten überstanden hast. Und dann, wenn sich das so anfällt wie unglaublich eklige Limette pur, dann hast du auch am nächsten Morgen keine Lust, wieder hinzugehen. Von daher gestalte es dir so einfach und schön wie möglich. Such dir die Arbeit raus, die richtig Spaß macht. Übrigens, das Buch Motiviert studiert zeigt dir auf, wie du Prokrastination überwinden kannst und Strukturen schaffst, und du findest zu jedem Level, dem D, den A und den N, Strategien, die du sofort anwenden kannst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Das A steht für Ausführen. Du führst deine Lern- oder Arbeitseinheit komplett durch. Und wie du von Anfang bis Ende dabei bleibst, brauchst du natürlich auch wieder eine Strategie, um das richtig zu machen. Und hier ist es oftmals der Fehler, dass ganz viele Leute anfangen, ganz viele Stellschrauben gleichzeitig zu ändern. Hier ist es aber viel interessanter, wenn du sagst, okay, ich schaue erstmal auf den Prozess. Ich möchte meine Arbeitszeit nach oben bringen. Was da drinnen passiert, ist erstmal zweitrangig. Erstmal geht es darum, eine Routine aufzubauen und seine Arbeitszeit so hinzugestalten, dass wir überhaupt Zeit haben, produktiv zu sein. Wenn wir dann das einmal geschafft haben, können wir in einem nächsten Nachdenkprozess dann darüber nachdenken, was wir inhaltlich noch tun können. Aber um erstmal zu starten, muss es ganz einfach gehalten sein. Beim Ausführen gehe ich immer mit einer ganz bestimmten Strategie vor, um überhaupt den Prozess zu etablieren. Typischerweise arbeiten die meisten mit To-Do-Listen. Das ist ungefähr so mit diesem Glas Münzen. 500 Stück sind da drin. Jede Münze steht für eine Stunde Arbeit. Das ist so die typische Anzahl an Stunden, die ein Abiturient für das Abi lernt, ein Studierender im Semester lernt oder aber auch ein typischer Arbeiter mit einem Projekt verbringt. 500 Stunden, und mit einer To-Do-Liste wäre das, was wir abzuarbeiten haben, und wir würden jeden Tag eine Münze rausnehmen. Ist das nicht absolut frustrierend, so zu denken und sich das Leben so vorzustellen? Es ist grausam. Aber das Problem ist, die meisten Menschen tun so, weil sie einen To-Do-Mind haben. Viel besser wäre es, wenn wir einen Tada-Mind haben. Das heißt, wir zerlegen die Aufgaben in kleinere Schritte, nehmen nur noch ganz wenige Centmünzen, haben aber dann zum Beispiel ein kleineres Gefäß. Und jedes Mal, wenn wir eine Centmünze abgearbeitet haben, kommt die da rein. Es kommt noch eine rein und dann kommt noch eine rein. Und das bedeutet, wir haben eher einen Tada-Becher. Tada bedeutet, wow, was wir schon gemacht haben. Und hier ist es wichtig, kleine Einheiten zu nehmen und sich dann zu sagen, okay, heute möchte ich 4 Stunden an einer gewissen Tätigkeit arbeiten. Wenn ich das geschafft habe und 4 Münzen da reingelegt habe, dann kann ich mich gut fühlen, weil ich sehe, dass ich etwas geschafft habe. Wir sollten dabei die Ziele nicht zu hoch setzen, aber allein dadurch haben wir ein viel besseres Gefühl, unsere Erfolge zu sehen, als wenn wir bei einer To-Do-Liste immer das sehen, was sich blöd anfühlt, weil wir es einfach noch nicht geschafft haben. Und sowas kreiert Erfolge. Und dann kann man in den nächsten Schritt übergehen. Der nächste Schritt ist dann das N. Es geht ums Nachdenken. Jetzt gehen wir in eine Reflexion hinein. Bei der Reflexion ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir in einem positiven Zustand sind. Reflektieren geht nur, wenn wir uns dabei nicht selber runtermachen.
Kennst du vielleicht aus dem Fußball ein Wort, das heißt Erfolgsfan? Erfolgsfan bedeutet, dass man sich für eine erfolgreiche Mannschaft interessiert und sofort, wenn sie keinen Erfolg mehr hat, dann mag man die nicht mehr und wechselt zur nächsten Mannschaft. Diese Leute sind unglaublich verpönt und zu Recht, weil wenn man sich für eine Sache entschieden hat, sollte man auch dabei bleiben und mit seinem Partner oder was auch immer man gewählt hat im Leben durch dick und dünn, in guten wie in schlechten Zeiten gehen. Nun, das verstehen alle. Aber 90% aller Menschen sind Erfolgsfans. Oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, denk mal drüber nach. Du bist wahrscheinlich für dich selbst ein Erfolgsfan. Du findest dich toll, sexy, großartig als der größte Mensch der Welt, wenn du Erfolge hast. Aber wenn du Misserfolge hast, dann findest du dich doof, albern, öde und schaust dir nur die anderen Leute an und guckst neidisch darauf, was die erreicht haben und wärst gerne wie sie. Das ist nichts anderes als Erfolgsfan-Dasein. Und von daher brauchen wir diese Reflexionsphase, wo wir uns vom Erfolgsfan hin zu einem richtigen Fan von uns entwickeln können. Reflexion bedeutet dabei, dass wir vorher aber in einem guten Zustand sind. Ein guter Zustand bedeutet, dass wir eine gehobene Stimmung haben. Das geht zum Beispiel dadurch, dass du dir vor dieser Phase 5 Dinge ausdenkst, für die du a. dankbar bist oder b. die du an Erfolgen gehabt hast. Dadurch kommst du in eine positive Stimmung und du kannst dich so schnell ins Erfolgsfan-Dasein abkippen, weil du ja vorher gemerkt hast, du machst auch ganz, ganz viele Dinge richtig. Wenn du jetzt an diesem Punkt bist und darüber nachdenkst, wie jetzt zum Beispiel deine Durchstarten-Methode funktioniert hat, wie deine Ausführen-Methode funktioniert hat, kannst du darüber nachdenken und versuchen, die zu verbessern. Weil im Leben geht es nicht darum, die perfekte Strategie zu finden, die bis aufs Kleinste durchgetaktet ist. Nein, es geht darum, etwas für dich zu finden, an dem du kontinuierlich arbeitest und es weiterentwickelst. Und daher solltest du dir jede Woche 20 bis 30 Minuten Zeit nehmen, um effektiv darüber nachzudenken, wie du arbeitest, wie du lernst und wie du dein Leben gestaltest. Das ist nämlich das Geheimnis dieser Methode. Typische Intervalle, die dann aber nicht zurückführen zu dem Ausführen und Durchstarten, was du vorher gemacht hast. Nein, dass du dich weiter in einer Vortex-Bewegung entwickelst, um immer erfolgreicher zu werden und vor allem entspannter und glücklicher. Wenn dir das Video gefallen hat, solltest du definitiv einen Daumen nach oben oder einen nach unten machen, damit ich weiß, wie dir das Video gefallen hat und ob ich mehr dazu machen sollte. Zusätzlich solltest du auch abonnieren und die Glocke anmachen, damit du in Zukunft keine weiteren spannenden Videos verpasst, mit der ich dich noch erfolgreicher und zufriedener im Leben machen kann. Falls du für das Durchstarten und das Ausführen andere Methoden brauchst, die ich dir hier nicht erwähnt habe, habe ich die alle sehr gut zusammengefasst in meinem Online-Kurs Unifit. Und der ist diese Woche heruntergesetzt von 199 € auf 89 €, damit du sofort durchstarten kannst. Er führt dich Schritt für Schritt zu Bestnoten, zu mehr Produktivität und natürlich auch mehr Freizeit, damit du endlich die Noten bekommst, die du verdienst, aber auch die Freizeit und das Glück, was du verdienst. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zusammen durchzustarten.